Von hier ist euer Steinwallen. Erneut genießen wir den schönen Morgen hier in Chupa Rosa und erneut treffen wir uns direkt am Morgen hier mit London, der sich natürlich hier wieder in der Kneipe irgendwie aufhält. Oder vor der Kneipe? Mal gucken, wo wir ihn treffen. Mal schauen. Hier scheint er irgendwo zu sein. Wir sollen... Okay. Wir sollen um 7 Uhr morgens wiederkommen. Es ist noch zu früh für London. Der scheint hier noch nicht zu sein. Was machen wir dort? Wie spät ist es eigentlich? Es ist... Ja, schaut mal. Es ist 3 Minuten vor 7. London, komm mal raus. Es ist Zeit für dich. Vielleicht... Ah, da haben wir es. Glück in der Liebe. Hey, Mr. Marston. How you keeping, sir? Just fine, thank you. And you? Oh, very well, sir. Thank God my wife died. Unlucky in love, lucky in cards. Garzon, champagne for everyone. Keep playing, Mr. Ricketts. Oh, I'm sorry, Herr Muller. I'll keep playing you in servitude for the rest of your life on Earth, if that makes you happy. Yes, I shall indeed, sir. Well then, your deal. Oh, Marston, would you like to join us? I don't think so. I'm just going to have a drink. Oh, come on. Sit down. Sit down. Okay, then. Gentlemen. Na, mach schon! Ah, mal wieder ein Deutscher dabei. I guess I accept your challenge. $100? Okay, wir müssen spielen, Leute. Okay. So, wir sind nicht dran. Ich habe keine Ahnung, warum, also, was jetzt das Ziel des Ganzen ist. Naja, einfach Geld gewinnen, ne? Na, mal gucken, was passiert. Irgendwas wird passieren, ob er uns abzieht. Ah, Müller steigt schon aus, okay. So, eine 10 Bube. Na komm, dann gehen wir mal mit, oder? A little low, don't you think? Wir haben noch nichts gesehen. Der steigt auch aus. Beide steigen aus. Nur noch wir sind drin. Ach komm, dann. Wir gehen nochmal mit. Okay. Das ist nun nicht so dolle. Wir schieben mal. Er setzt 37. Was können wir damit noch erwarten? Ja, nee, komm, wir steigen aus. Das war ein bisschen blöd gelaufen. I sense you're not as drunk as you appear, Mr. Ricketts. Always a pleasure playing with you, Mr. Muller. Ricketts scheint hier wirklich heute eine Glückssträhne zu haben. Ich gehe wieder mit. Jetzt steigt er aus. Wir gehen nochmal mit. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Das sieht doch mal gut aus. Ich würde mal sagen, wir setzen nochmal 20. Okay, der geht mit, so wie es aussieht. Ja, eine 9. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Hand. Okay. Gut, mehr machen wir jetzt nicht. 72? Ach du Schreck. Komm, wir gehen mit. Ja. Perfekto. Das ist doch richtig gut gelaufen. Wunderbar. You
fucking cheat. Uh-huh. Excuse me? You fucking looked in my fucking cards, you fucking cheat. Now, Herr Muller, let's calm down. There must be some mistake. There's no mistake. Your Yankee friend here is a fucking cheat. Easy there, Germany. Calm yourself down. Oh, yeah. You know exactly what you did. Yeah, I know exactly what I did, friend, which was nothing. Now, I'd prefer it if we could all play a friendly game and no one get hurt. You planted this guy, Ricketts. Now, why would I do that? I've already beaten you. Now, calm down and let's finish the game. There's no more cards game. Ease up there, friend. There must be a name for this. An impasse, sir. An impasse. We could all die here and now. War das nicht ein Mexican standoff oder so? Him I don't like. He's done you no harm, Muller. He's done me no good either. Outside, winner takes the pot. The winner will take what he wants. The other man will be in no position to argue. Sanchez will be my second. As you wish, Germany. As you wish. Okay, ein Duell. Darauf sollten wir einigermaßen vorbereitet sein. Walk with me, John. I want to make sure you know how this is going to work. Na, das ist nicht unser erstes Duell. Ricketts, aber sag mir noch mal was. A duel is all about timing. If you pull your gun too soon, you'll be less accurate. After you draw, pick your shots carefully, like I showed you. Once you've picked your marks, the rest, my friend, is in the hands of fate. Let's get this over with! Steady now, partner. Stay calm. Okay. Nobody steals from me, especially an American. So. Did play his cards too early. Come on, we've earned ourselves a drink. I think Mr. Muller's buying. Das war's mit Mr. Muller. You, the man they call Marston, see? You like killing? Watch me cut her throat. Nice friend, so you got Mr. Ricketts. Do you, Marston? Peleamos ahora, eh? We fight now. Was wird denn das jetzt hier? Careful, Marston. I know that girl. Oh, Dios mío. Ayúdame, alguien. Oh Gott. Oh mein Gott, wie sollen wir das denn machen? Wow. Oh Mann, das war knapp. Okay, Leute, das wird unangenehm jetzt. Das sind seine Kumpels. Na, die kommen da nicht raus hier. Dann werden wir sie umlaufen. Well, I must say, you tourists certainly bring peace and prosperity to this land. Then again, I doubt Muller will be missed. He wasn't much of a poker player. Haben wir eigentlich unseren Pokergewinn eingestrichen? Habt ihr es mitbekommen? Stimmt, $50. Könnte der Pokergewinn gewesen sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, und 100 Ruhm. Hat uns das auch nochmal gedacht. Gebracht. Sag mal, und es sieht so aus, als würde es mit Lenden hier direkt auch noch weitergehen können. Und ich sehe jetzt keinen Grund, warum. Wir haben ja so viel Spaß mit ihm, warum wir jetzt in den nächsten Ort reiten sollen. Wenn wir mit ihm hier noch weiter unsere Zeit verbringen können. Insofern quatschen wir ihn direkt gleich nochmal an. So wie es aussieht. Ich schaue nochmal ganz kurz auf die Karte, ob irgendwas Neues aufgetaucht
ist, aber das ist es nicht. Nö, dann wieder zurück zu landen. Der Tag ist ja noch einigermaßen jung, oder? Hey, Gringo. Mr. Ricketts, come on in. Sit down and have yourself a drink. Sure. Say, any word of Javier Escuela? No, nothing yet. Say, why are you after him anyway? We're old friends. We was kind of educated together. So what is this, some kind of high school reunion sort of thing? Something like that. Well, you've killed people. You live the life. That I have. And I tried to stop. I mean, I don't know. I tried to go straight. I did. I left the gang after the gang left me. Left me to die after I'd been shot. They'd all gone crazy anyhow. Our old leader, fella you probably heard of. Anyway, he more or less lost his mind, went and shot a bunch of people unfair-like. I got shot in a robbery. They left me, and I left them. Well, that's how it goes. Already had me a woman. Got me a farm. Then I got me more trouble. Sure. Been sent to track down the men I used to run with. Track them, kill them. Well, if you don't, someone else will. There's no escape. Look at me, I spent 25 years killing men. Look at me now, sitting around here like some low-rent would-be messiah. We're relics. Come on, have yourself another drink and let's wallow in a little self-pity. Sounds like a plan. Your health. Mr. Ricketts! Mr. Ricketts! Thank the Lord I have found you. And you, Mr. Marston. Will you sit down? You all right? I'm well, sir. But Allende is sending more men to the death. Prisoners who have not been tried. A prominent writer, Castilla, and a local official whose only crime was not putting the small holders on the street when they were late with taxes. Writers and government officials. For once, I agree with Allende. Some men need to be killed. Mr. Ricketts! I was just joking. Where are they? Out near Escalera. Let's hang up our self-pity and go shoot ourselves some bad guys. You're gonna be all right. Thank you. Both of you. All right, here we go again. Okay, also reiten wir nochmal zusammen. Gerne. No rush. I'm sure they'll hold the execution until we get there. Whoa there. Easy. Luisa was pretty shaken up. She's angry. This war is getting dirtier by the day. People are being executed for just having an opinion. Allende seems to have more enemies by the day. Perhaps you would know. Rumor has it you've been making all kinds of new friends. I don't pay much attention to rumors. Just be careful, John. Keep jumping from one side of the fence to the other. You might just get impaled on it. I have to find these two men. With respect, how I do it is no concern of yours. Choose your tone wisely, partner. Remember who you're talking to. How could I ever forget? And who are you, John Marston? Apart from a rat feeding every other hand he can find, my name means something. All you've done is kill a few peasants, and the only real outlaw you've taken on dropped you like a bad habit. Now, I'd politely ask you to watch your tone, Ricketts. All I'm saying is, maybe there's a reason why people around here don't want to talk. You must miss your family. It's the only thing that keeps me going. You know, you remind me a lot of myself. How I used to be. Stubborn and angry. You ain't changed all that much. I always thought I'd lived a charmed life. Do you see that? Prison wagons. That must be them. This is our chance. See if you can take control of that first wagon. Okay. Well,
God! This will turn nasty. Aber die erste sollen wir erledigen. Beziehungsweise übernehmen. So, jetzt muss er noch rüberspringen. Allerdings wären wir vorher möglicherweise hier gekillt, oder was ist das? Einer ist da noch. So. Uns geht's nicht so gut. Aber die Kutsche haben wir. Ich sehe gar keine Gefangenen. Doch, da, zwei. Nach Amerika? Okay. Dann bringen wir sie nach Amerika. Mir war gar nicht bewusst, dass wir jetzt so einfach wieder zurückkommen könnten. Die Fahrt nach Mexiko war nicht ganz so simpel. Aber gut. Ich frage mich, warum wir nicht gleich die Brücke genutzt haben. Da ist sie schon, die Brücke. Mal gucken, ob wir uns den Weg freischießen müssen. Wo ist Lampen eigentlich? Ist der hinter uns? Ja. Der andere Kutsch, okay. Oh ja, alles klar, da warten noch welche. So, jetzt müssen wir bloß hier. Ah. Das kann ein bisschen kritisch werden. Ach komm, wir hauen da einfach rüber mit vollem Tempo. Oh mein Gott! Können wir da durch? Scheißegal, jetzt einfach durch da. Das wird schon was. Oh oh. Ah, da kommt noch eine Brücke. Bloß nicht zurückgucken. So, wir sind einfach durch. Wir lassen die hinter uns. Wir lassen uns hier gar nicht auf irgendwelche Gefechte ein. Ich hoffe, Landon macht es genauso. Könnte gut gegangen sein. Okay, das eine ist der Schriftsteller, das andere der Regierungsbeamte. Und wer war eine andere Kutsche? Kein Wort des Dankes. Es been nice riding with you, Mr. Ricketts. And you too. You took me back to another time. Talk to Louisa. She'll help you, and she's well connected in that other land. I hope you find what you're looking for, Marston. You know what I'm looking for. If you say so, Marston. If you say so. Er klingt immer so ein bisschen, ich weiß nicht, skeptisch, als ob er uns irgendwie die Hälfte dessen, was wir sagen, nicht abnehmen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, tatsächlich, wir sind wieder in Amerika, auf der anderen Seite des Flusses. Es sieht so aus, als könnten wir jetzt relativ beliebig hier. Oh mein Gott! Nein! Wo kam die... Das... Also bitte! Hat's jetzt Lancelot auch erwischt? Das war aber ohne Ankündigung. Das kann doch nicht wahr sein. Unser zweites Pferd ist... Ich fasse es nicht. Och Mensch. Diesmal gab es aber keine Vorwarnung. Das war wirklich der erste Angriff. Lancelot. Verdammte Scheiße. Wir haben echt einen Verschleiß hier. Unglaublich. Oh Mann. Okay, Leute. Das endet ja hier nochmal richtig dramatisch. Ich würde sagen... Boah! Aus dem Nichts! Das, wo kam denn der jetzt nochmal her? Wie auch immer. Das ist irgendwie das Zeichen, dass wir jetzt erstmal diese Folge beenden sollten. Wir sollten uns hier mal sammeln, schauen,
wo wir ein neues Pferd herbekommen. Und vielleicht, weil wir jetzt eh hier in der Gegend sind von Rio Bravo, und ich glaube, das mache ich off-cam, werde ich mal nach diesem Wüstensalbei Ausschau halten. Wir brauchen davon 10. 10. Nein, wir sind nicht in Rio. Wo sind wir denn jetzt gelandet? In Armadillo. Ernsthaft? Okay, gut. Noch weiter weg. Ja, alles klar. Dann, wir haben auf dieser Seite aber im Moment nichts zu erledigen. Ich denke, dann mache ich das jetzt nicht mit dem roten Salbei, sondern wir sehen uns das nächste Mal. Müssen wir erstmal abwarten. Bevor... Aha, okay, alles klar, ich sehe es. Das nächste Mal sehen wir uns in Escalera bei De Santa, bei dem ich immer noch nicht ganz so genau weiß, wer das nochmal war. Ich bin gespannt. Wir waren ja noch nicht hier, das heißt, wir können dort auch nicht mit der Kutsche hinfahren. Wir werden insofern, glaube ich, nach Chuparosa uns begeben. Mal gucken, ob die Kutschen hier von Armadillo Ost auch dorthin fahren. Ansonsten sieht es so aus, als ob wir eine Reise nochmal über die Grenze machen werden. Ja, und dann von Chuparosa werden wir in dieses Gebiet reiten, das wir noch nicht kennen. Und dann schauen wir mal, was uns dort erwartet. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinballen.